So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Among Us. Wir haben ein bisschen neue Aufstellung. Wir sind jetzt 10 Leute. Saftiges Gnus unter anderem dabei. Bart ist dabei. Und ich bin im... Oh Gott, ist schwer. Ich muss jetzt erstmal reinkommen wieder. Ich bin im Posten. Tamina Mazard sind wieder dabei. Kutscher ist raus. Kutscher ist leider jetzt für immer raus. Microphone activated. Hallo. Okay, safe, Pablo. Das ging schnell. Pablo, ja. Was? Yeah, warum bin ich es? Du standst bei einer Leiche. Du standst bei einer Leiche. Hey, hast du nicht ich bin reported? Da gerade hingerannt von unten. Wie heißt das? Lagerraum. Hey, du standst an der Leiche und ich komme dazu und report die und du stehst daneben. Hey. Ich habe auf Reporten gedrückt. Ja, ja, komm. Darf ich einmal kurz was einwerfen? Also, doch, habe ich wirklich. Ja, sprich. Ich glaube, Visual Tasks sind aus Versehen wieder an. Ja, ist nicht so schlimm. Was sind Visual Tasks? Ich erkläre es, wenn während der Runde. Ich habe gecheckt. Ich verspreche, ich hab niemanden getötet. Ich bin von Navigation gelaufen, durch den Lagerraum nach oben zum O2, weil das erste O2 wurde schon gemacht, da bin ich jetzt erst hingelaufen. Ich bin hinter Mazard hinterhergelaufen und dann komme ich ein bisschen später in den Lagerraum an, gehe nach oben und dann sehe ich, dass sie da liegt. Will auf Report drücken und dann kommt Max von oben gelaufen und drückt auf Report. Ich kam nicht von oben, ich kam von unten. Aha. Oh no. Ja, für mich ist das eine klare Kiste. Für mich auch, ganz klar. Ja, yes, also, ich kann nur sagen, was ich gesehen habe. Aussage gegen Aussage, ich skippe. Aber war auch die richtige Farbe, also, oder? Ich kann euch versprechen, ich war es nicht. Ja, was ist halt immer Aussage gegen Aussage. Also es ja, wird nicht so sein, dass mega, zwei Leute mega, mega verdächtig, dass Nola als erstes und so schnell votet. Ja, hast du Papo zugehört, wie er geredet hat? Jo, hab ich. Er hat sich immer versucht zu verteidigen. Ja, natürlich. Doch, in seiner gemacht. Stimme, das hat ich hab gesagt, wo ich herkam. Nee. Ich glaube, du willst einfach einen Crewmate raushauen. Also, ja, ich... Ich hab ein schlechtes Gefühl bei Papo. Ich vote für Henno. Ich hab jetzt auch gewotet für Papo. Wer hat denn für Bart für sich selber gewotet? Das Ding ist, wir müssen halt Aktionen treffen. Microphone muted. Alter, ich bin so dumm. Eben denke ich mir so, wer ist eigentlich der andere Imposter? Scheiße. Huch. Scheiße. Ich werde das. Keine Ahnung, wie ich. Wie? Das habe ich bis heute nicht gecheckt. Ich kann diese ganzen Dings anklicken. Aber es bringt nichts. Hier wer drin? Alter, ich muss hier Leute töten. Hä? Okay, das ist jetzt dadurch entstanden, dass ich... Okay. Microphone activated. Oh, weia. Uff. Wo lag die? Unten links in Lower Engine. Also ich habe gerade mit Sola das Ding gefixt. Den ja. Alarm. Der war auf jeden Fall... Ja, kam halt dazu. Ja. Sterzig und Lesk waren sehr lange in dem Admin-Room mit mir. Ja. Jo, ich bin danach nach oben gegangen. Lesk hat ein bisschen lange oben rechts. Also, als ich mir angucken wollte, was sie macht. Ich habe Tamina okay, oben rechts bin ich eher entgegengekommen, weil ich dachte, CO2 ist in danger. Was hast du für Tasks gemacht in Admin, Sebastian? Ich habe einen Upload gemacht und an dem Pult weiß ich gar nicht. Ah doch, das ist die Keycard. Und dann habe ich sie einmal zu schnell reingemacht. Und Nico, was hast du für Tasks da drin gemacht? Ja, die gleichen. Also was soll ich da jetzt sagen? Ja, das passt schon. Also ich sag mal, das Timing bei Sola, wann er mit dem Upload da fertig war, nee, war ziemlich on point. Die passen beide, glaube ich. Habt ihr Stoppuhr an, ja? Nee, weil ich hab einmal wieder, ich hab halt Upload gedrückt, dann kamst du unten links in meinem Bildschirm, ich hab kurz weggedrückt, weil ich dachte, ich sterbe jetzt. Aber du hast halt die Aufgabe, glaube ich, auch gemacht. Deshalb habt ihr gesehen, wer alles bei euch im Reaktor war? Jetzt. Also, ich glaube, nee, ich glaube eben am Ende kamen noch ein, zwei dazu. Ich glaube, Tamina. Okay. Ja, das habe ich auch über die Kamera gesehen. Alle haben gerade. Ah, du warst in der Kamera? Genau, ich habe die Kamera angeschaut. Okay, also wer war denn links unten? Ich habe Tamina vorbeilaufen sehen.
Mhm. Ich glaube, Sterzig und ich glaube, Sola, die waren alle einzeln. Der Mörder muss ja, am Reaktor gewesen mal, sein, weil den Lower Engine war. Ja, aber Max aber von hat doch eben Papo beschuldigt und der ist jetzt tot. Ja, wir haben ihn ja auch rausgeschmissen. Ja. Ja, stimmt, ich dachte, oh ja, sorry. Ich dachte, er wurde gekillt. Oh, sorry, ich keine Ahnung, wen. Bart war ja tot. I'm sorry. Wir sollten Auge auf Romatra werfen. Das ist so leise. Ich hab gar nichts gemacht. Microphone muted. Scheiße, ich überlege gerade, wie ich das jetzt noch rumreiße alleine. Alter, ich bin so dumm. Ich hatte keinen Plan, was. Oh, was kann ich hier eigentlich auf der Map machen? Also. Check ich nicht. Da sind ja. Also, ich habe ja auch Tasks irgendwie. Ach, das sind Events. Ich verstehe. Ach so. Hä? Hä? Okay, ich werde das jetzt nutzen, dass da die Tür zu ist. Ist actually gut, um nachzufragen und sie zu beschuldigen, wie man das macht und ob das nur der Dings machen kann. Och Mann, ey. Könnte ich killen, aber ich werde Sola nutzen, um sein Vertrauen zu gewinnen. So. Wie geht das jetzt auf? Microphone activated. Guten Abend. Hallo. Ich habe eine Frage. Ich glaube, es kann sein, dass es nur eine Mechanik ist, die ich noch nicht kenne. Es kann aber auch sein, dass dadurch sich jemand gerade stark verdächtigt hat mir gegenüber. Und zwar diese Türen. Wer kann die zumachen? Die Imposter. Kannst auf Türen draufklicken. Okay, weil ich war in Electrical drin, heißt das, glaube ich. Communication. Du warst neben mir. Nee, davor. Davor. Ach so. Da, wo oben hinter einem Regal noch zwei Aufgaben sind. Mhm. Genau. Und ich habe eine Aufgabe gemacht, wollte wieder raus und die Tür war zu und dahin stand saftiges Gnu, Jasmin. Und nein. Ist dann weggegangen. Ja, doch. Kannst du von überall nein, aus. Nein, ich wollte mich gerade sagen, ob du es bist, weil ich wollte zu dir rein. Okay, kann man. Wie funktioniert die Mechanik? Kann man überall schließen die Türen. Hast eine Map, kannst draufklicken, geht die Tür zu. Also ich würde sagen, okay. Henno war's. Ich weiß auf gar keinen Fall. Also wenn das nur der Imposter machen kann, dann ist Henno. Nein, aber du hast. Ja, aber es wäre egal, wo du bist. Ja. Ganz kurz, ich würde gerne kurz sagen, dass es Tamina ganz sicher nicht ist, weil die stand eine halbe Stunde da und hat probiert, diese Karte recht schnell genug durch. Ich habe da so lange zugeschaut, bis mir langweilig wurde und dann bin ich weggegangen. Ich habe so lange diese Karte durchgezogen immer. Ja, also Tamina ist ganz sicher nicht. Also als Imposter hast du Besseres zu tun, als ich da wirklich. Okay. Also ich stand wirklich die ganze Zeit. Also und diesen Alarm, den haben wieder Sola und diesmal auf Lesk und ich. Wobei ich hab's nicht hinbekommen, aber. Kommst ja, das kann nur einer ausmachen, den hab ich ausgemacht. Hat denn jemand. Ich bin ehrlich, ich hab gewartet, bis ihr das gefixt habt, damit ich oben durch die Kameras gucken kann. Ich hätte keinen Bock, dahin zu rennen. Ja, ich bin dann da später dazugekommen. Ich weiß nicht, ob ihr mich gesehen habt. Ich habe halt Tamina zugeschaut und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe mal schauen, wieso ihr da so lange braucht. Und dann war es aber schon fertig. Und wo war Jasmin? Die ist die ganze Zeit durch die Gänge gerannt. Ich habe ihr ein bisschen zu sich die ganze Zeit durch die Gänge gerannt. Hey, ja. Leute, macht nicht den jetzt. Ich frage ja nur. Ich sag's sogar so. Entschuldigung. Microphone muted. Okay. Also, wenn Stetzig die ganze Zeit an der Überwachungskammer hängt, muss er eigentlich weg. Weil das ist gefährlich. Aber ich habe ihn auch schon ein bisschen verdächtigt. Warum gehen die jetzt alle zu? Und wie klappt das hier? Ich check's halt null. Hä? Bin ich das? Ich check's nicht. Hätte es irgendeine Sabotage? Wenn da 80 sind, dann drehe ich wieder um. So, jetzt mache ich. Microphone activated.
Guten Tag. Guten Tag. Boah, ist schwierig. Nö, ist nicht. Also, ist gar nicht schwierig. Anfangen zu voten. Das ist gar nicht schwierig. Papo. Nee, warte mal. Okay, red du erstmal. Ich bin überverwirrt gerade. Ich hab nichts zu sagen. Ich hab nur gesagt, ey, Max, keine Ahnung. Max, hast du einen Reporter? Ich wollte gerade fragen. Ja, lag eine Leiche in Electrical, nachdem wir das da. Also sind ja alle hingerannt. Ich war waren ja alle auf einem Fleck. Mich würde interessieren, wer da nicht dabei war. Ich bei dem war großen mit Tommy Mob. Beim Radio. Ich war gerade auf dem Weg zu Electrical mit Flask und hinter uns, also auf einmal wurde hinter uns die Tür zugemacht und zu Electrical war die Tür auf einmal auch dicht. Also könnte ich tatsächlich vermuten, dass du da den Kill gemacht hast und dann... Ja, das Problem ist, ich habe Sterzi gerade vor mir gesehen und das ging so schnell, dass das Einzige, was für mich gerade Sinn ergibt, ein Self-Report ist. Ja, same. Was ist ein Self-Report? Dass man wenn du jemanden tötest und dann selber reportest. Okay, ja, war es nicht. Achso, war da wirklich toll. Nee, aber ich habe langsam aber ein das mit den Max im Verdacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, warum? Naja, das war jetzt potenziell der. Also beim ersten, bei Papo war auch Aussage gegen Aussage, also durchaus möglich, dass es ein Self-Report war. Jetzt anscheinend auch wieder die Möglichkeit. Mhm. Beim Reaktor warst du halt auch auf Alibi der allererste da, hast sofort versucht, da mich zu decken, damit ich dich decke. Ich weiß nicht. Ist wie, nicht safe, wie aber haben wir dann in der zweiten Runde den Reaktor gefixt, während Bart umgebracht wurde? Imposter können auch Reaktoren fixen. Und ja, ich weiß, aber während Bart gekillt wurde. Ach so, ja, stimmt. Naja, gut. Also, aber gehen wir mal da. Ja, also aus meiner Brille ist halt Papo safe ein Imposter. Und sowieso aus meiner Brille weiß ich ja, dass ich es nicht bin. Ich würde nochmal, mich würde interessieren, wie es mit den Türen ist, weil gefühlt sind alle Türen zu. Und ich check's nicht, wie das, weil das war die letzten Male nie so. Ja, ich versteh's auch nicht ganz. Also na, irgendwie alle auf der Türen sind Map zu. Du kannst das doch ausmachen, meint das jetzt irgendjemand, oder? Also du kannst einfach die Map aufmachen und das ausmachen, hat doch jemand gesagt. Hä? Wieso haben wir jetzt. Alter, warum voten jetzt drei für mich? Eigentlich müssen wir scheiße, wir müssen halt langsam voten. Microphone muted. Das war sehr unglücklich. Ich dachte so, ja, Electrical ist immer nice, um einen umzubringen. Ich wollte dann eigentlich oben raus. Aber dann kommen die halt nach. Okay, Romatra. So, ich dachte mir, ich setze den Killcooler nochmal zurück. das Problem ist nämlich, wenn Papo, und die Off-Chance gibt's ja, ne? Wenn Papo kein Traitor war, kein Imposter, dann sind noch zwei am Leben. Ja. Weil wir nur einen gevotet haben. Sprich, wenn zwei Leute sterben, ist die Runde vorbei. Also was ich wenn auch gerade sagen, so einer war, zu skippen. Was ich gerade beobachtet habe, ist, Max und Romatra sind beide nach unten gelaufen. Ich habe ja Max so ein bisschen im Verdacht, wollte auch nach unten laufen. Und bevor ich nach unten laufen konnte, ist die Tür zugegangen. Ich halte Romatra auch für safe. Also ich vermute, dass es mal Alter, ich weiß nicht mal, wie das mit den Türen. Ich habe keinen Plan. Ich glaube dir da einfach nicht. Also ja, ich habe zwei. Aber nur weil eine Tür zugegangen ist, wo wir schon gesagt haben, das kann man von überall machen, hä? Aber das Timing, ich glaube, ihr wollt einfach nur Self-Report ist. Aber warum? Wie offensichtlich wär's denn, hinter mir schnell vor dir eine Tür zuzumachen? Ja, aber du bist das halt bringt der mir Einzige, bei dem wir gerade. Romatra lebt auch übrigens. Also hä? Das macht keinen Sinn. Ich lebe noch. Ja, weil du den Killtimer noch ich nicht. Ich schaff's auch nicht runter zu meiner Was Tasse meint Sterzig eigentlich mit, er resettet den Killtimer? Naja, weil wenn du Emergency Meeting machst, habt ihr alle nochmal 30 Sekunden auf euren Kill als Cooldown quasi. Das ist richtig. Aber bringt ja auch nichts, weil ich muss runter zu meinen Taskzimmer kommen, so langsam. Ich laufe da immer 20 Sekunden hin und dann probiere ich die zu machen, dann ist es ein Emergency Meeting. Also was waren. Max, was war ein Common Task die Runde? Weiß ich nicht. Was hast du denn? Hast du einen Admin deine Task gemacht? In Admin? Ich war nicht in den Admin, ich bin unten rechts weitergegangen. Ja, ich glaube, wir müssen an der Stelle, also es tut mir echt leid, wenn du Crewmate warst und Papa wirklich war, aber ich glaube, ja, doch sonst wir. Ist halt... Sonst wieso, ist halt es sind keine zwei Imposter mehr, wenn zwei Imposter da wären, wenn wir... Also ich war eben weder in Admin, es ist noch habe ich weil wenn Christo die Tür hinter mir war, zugemacht. Dann haben wir noch Zeit, aber wenn Christo keiner war... Und ich habe beide Runden davor... Wir müssen jemanden rausholen. Nein, müssen wir nicht. Ich denke, dass Papo Imposter war und der müsste noch... Er müsste jetzt fünf Leute... Es sind Max und Romatra. Ja. Was? Glaube ich nicht. Der hatte mich schon zu oft allein als das. Also der hätte mich schon so oft allein killen können. Ja, es ist schwer. Also wir könnten komplett falsch liegen, aber die Runde ist ein bisschen zäh, leider. Das war Max und Papo, ne? Ja, wirklich? Du hast versucht, ihn zu verkaufen, ne? Ich dachte es mir. Nein. Es hätte klar sein müssen, als Max gesagt hat, was ist ein Self-Report? Nein. ich habe Papo aus Versehen, also ich habe es nicht mitbekommen, dass der auch ein Imposter ist. Oh, ich habe dann
Deswegen war Christo, glaube ich, auch so mega überfordert. Ja, ja. Total. Und ich sitze hier und nachdem alle für ihn gewotet haben, noch in der Lobby, frage ich so für mich, wer ist eigentlich mein anderer, wer ist eigentlich mein Kollege, woran sehe ich das? Und sehe nur, dass Papus Name rot ist. Deswegen dachte ich mir auch so, ach Mann, ich, oh Gott. Frage ja, Sterzig war unlucky, dass ihr gerade reinkommt. Ja. Ganz kurz, es gibt für Leute, die sterben, den Chat oben rechts. Der ist nur für Leute, die sterben. Und oh, geil. Gut zu wissen. Aber auch ganz kurz, ich check null, was, wie das mit den Türen ist. Ich habe nichts gemacht und die gehen alle zu. Das war Christo, der kann das machen, wenn er tot ist. Oh, lol. Christo, also der Imposter als Geist kann auch. Die Tür ging direkt hinter dir zu. Genau, das habe ich gemacht. Und ich war auch nicht in Admin. Das ist einfach mega dumm gelaufen jetzt. Eine Sache noch, weil Rumatra von Tamina so ein bisschen wegen der Karte bloßgestellt hat. Ich bin ja als Geist ein bisschen hinterhergelaufen und du konntest sie. Nein, nicht dir, Tamina. Können alle schon mal reinjoinen, damit wir schnell weitermachen können? Ja. Und du hast einfach, du konntest dich selbst nicht scannen, kann das sein? Umatra. Was ist? Ja, ich konnte mich selbst nicht scannen. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Das sah so witzig aus, du standest da so 10 Minuten auf diesem Teil. Alter, war das eine. Das war meine schlimmste Imposter-Runde ever. Vor allem in der ersten Runde hau ich den anderen Imposter raus. Ja, ja. Alleine aber andererseits hast du dich auch selber gesaved. Ich dachte, das wäre mit Absicht gewesen. Ich dachte mir irgendwann so, was ja, ist, wenn Max trotzdem und Papo alleine waren? Was gegen ist, wenn Max uns alle verarschen will? Aber ich dachte kurzzeitig, dass Sola und Max Trader sind, weil Sola eigentlich gesehen haben sollte, wie Max mich gekillt hat. Aber er hat halt einfach nicht reagiert. Ja, was ist halt Sola, ne? Sola hat dich auch nicht gesehen, ist an einer Leiche aber vorbeigerannt wieder. Ja, es war insane. Wollen wir starten? Ja, weiter. Na, go. Ich hätte mir auch einfach mehr Zeit lassen sollen, glaube ich. Es war erst zur Hälfte der ganze Balken. Oh. Okay, ich hoffe, ich bin jetzt Imposter und kann es wieder gut machen. So, jetzt habe ich auch aufgepasst. Das Ding ist eben, in der Anmod habe ich auch gar nicht. Es ging alles eben sehr schnell. Und, ich konnte gar nicht richtig drauf achten, habe den Loading-Screen gar nicht gesehen. Wir haben ein bisschen die Einstellung geändert. Wir haben jetzt weniger Zeit zu voten, mehr zum Diskutieren, weil es war ein bisschen problematisch, dass wir immer so früh gevotet haben. Habt ihr jetzt schon mitbekommen, die Diskussion? Was gibt es noch zu sagen? Nein! Mikrofon aktiviert. Uff. Ich habe die ganze Zeit nach dem Report-Button gesucht. Alles okay? Ja, ich habe gesehen, wie Vless vor mir aus dem Vent rausgekommen ist. Okay. Oh no. Das ist natürlich. Und also witzigerweise genau in dem Moment. Ich habe gerade nur gelacht, weil Max legit neben mir aus dem Wände rausgehüpft ist und dann ging, dann hat jemand einen Buddy reported. Lol. Der konnte sich auch gar nicht mehr rausreden. Und jetzt versucht er zu lügen, aber ich habe ihn aus dem Wände. Nee, es ist genau andersrum. Oh, es ist Aussage gegen Aussage. Wenn ihr Crewmate seid, dann votet jetzt nicht auf Verdacht irgendwen. Wir sprechen nämlich gegen uns. Aber ihr wisst genau, dass ich oder Max Imposter sind, weil Alter. Anders geht's nicht, wisst ihr? Nee, also, das hört man leider an schon deiner so Stimme. Krass im Game. Ja. Ich komme da gar nicht mit. Wenn ihr nicht mitvotet, dann seid ihr die dümmsten Spieler auf diesem fucking Planeten. Du hast vorher auch schon gesagt, wir wären dumm, als wir dich gevotet haben. Und du warst es halt einfach so. Dass wir sollen wirklich dumm auf nur skippen. Wir sollten wirklich einfach nur skippen. Ich will. Ich weiß es nicht. Ich skip Vote, obwohl ich weiß, dass es Max ist. Ich bin total überfordert. Und wenn ihr schlau seid, dann skippt ihr Vote, weil ihr nicht wissen könnt, ob es ich oder Max bin. Wir sind beide gute Lügner, denkt bitte dran. Ihr habt keine Ahnung. Nee. Man hört es halt an deiner Stimme. Nein! Also nein, ich würde es jetzt vielleicht. Aber was haben wir. Okay. Aber er hat ja auch irgendwo. Skippen, wenn der Crewmate also für mich skippen. Ist das safe. Ich vote ihn auf jeden Fall weg. Ihr aber es macht schon skippen. Ein bisschen Sinn, auch was er sagt, ne? Ja, ich würde jetzt nämlich auch einen Gang runterschalten, nicht auf Stimme irgendwie analysieren. Ich habe Tamina gefunden unten und Sterzig war hinter mir. Ich würde sagen, ich würde Sterzig und mich jetzt ausschließen, weil wir beide vor der Leiche waren. Eine Sache noch. Hat noch jemand gesehen? Weil es war eben in Cafeteria. War jemand gerade noch in Cafeteria? Nee. Nur du im Vent und ich oben. Und ihr wisst ganz genau ab jetzt, dass entweder ich oder Max Imposter sind. Und bitte vergesst diese Info nicht. Okay. Wir wollten euch einfach beide raus. Übel krass. Ja, Vless, du solltest jetzt Max töten in der nächsten Runde, ne? Alter, Chris, du bist einfach so eine hohle Fritte. Das ist unglaublich, ne? Alter, Vless, ey. Oh, oh lol. Tschüss. Oh, lol. Das ist jetzt unabhängig. What the? Microphone muted. Bart mute dich. Microphone activated. Microphone muted. Alter. Hab ich mich da. Die sind halt wirklich alle ultra dumm, muss man sagen.
weil er hat da übel recht gehabt. Ich habe schon aufgegeben, aber das Ding ist in dem Game, man darf niemals aufgeben. Das ist das Ding. Okay, hä? Ich habe die Tür wieder zugemacht. Wie geht die auf? Hä? Okay, hier liegt eine Leiche. Da war schon jemand, Sola war schon tätig. Alter, war das gerade so ein komischer Moment. So. Ich habe ihn reported. Sola ist mir entgegengekommen von der Leiche, ist auch, ganz kurz, ist runter Richtung Wendgen. Also er ist unten, ganz unten rechts. Wo lag die Leiche? Hä, ich war in O2, ich habe O2 gefixt. Can do, Alter. Natürlich. Nein. Wer von euch hat denn sonst O2 gefixt? Ich. Wo lag die Leiche, Romata? Ja, aber beim ersten unten rechts, in der links im Gang. Unten wenn du nach unten rechts ganz läufst und dann links rüber ist ein Gang, da lag die Leiche. Und da ist mir entweder Sola oder Sterzig entgegengekommen. Vielleicht verwechsel ich auch. Wo liegt die Leiche? Also ich habe eigentlich Sola gesehen. Wie, wo? Wo liegt die Leiche? Weiter links. Nee, warte. Oder war das Sterzig? Ich weiß nicht, ob Sola die Leiche hat. Nee, stimmt, das war eben Sterzig. Das war eben Sterzig. Ne, Sterzig? Wir hatten diesen Moment. Wir waren im Electric, ja. Dann ist es Sola, müssen wir jetzt Sola ausfordern. Er wollte auch in den Vent springen. Also er hat ihn getötet, wollte in den Vent springen, hat mich gesehen, ist oben weitergelaufen. Ja, dann, okay, dann ist es wo lag die Leiche? Ich hab ihn nicht mal gesehen. Unten rechts, links im Gang. Wie oft denn noch? Das kann ich jetzt auch 100 Mal sagen. Moment, welcher Gang jetzt genau? Wenn du von der Cafeteria straight runter gehst, rechts, ja? Wahrscheinlich Lager, oder? Da ist doch gar kein Vent. Das ist kein, doch, das ist ganz, ganz rechts unten ist ein Vent. Ganz, ganz rechts unten. Und von diesem Vent. Nein, das ist diese Klappe, wo man diese Scheiße rauswirft, dieser Wischeltast. Nein, da gibt es auch ein Vent. Ganz rechts. Ganz rechts. Okay. Da wollte Sola reinspringen und wir müssen Sola jetzt raushauen, weil er ist. Ja, ich war nicht da, mehr kann ich nicht sagen. Ich hab fucking O2 gefixt. Fragt euch selber, wer von euch. Aber das ist jetzt wieder Aussage gegen Aussage. Hat denn irgendjemand anderes Sola gesehen? Also, ich bin der Überzeugung, dass es. Also, können wir bitte mal über Max reden? Also. Die Wahrscheinlichkeit, dass es halt eben Vlesk war, ist halt 50-50. Moment, ich habe nicht halt für Vlesk gevotet. Okay? Max hat nicht gewotet. Aber unabhängig davon, es ist so, hä? Nee, wait, ich habe für Vlesk gevotet. Ich habe mich gewundert, warum alle für Vlesk voten, so rum. Scheiße, ja, wir haben, also... Lol, keiner fliegt. Also ich glaube, es ist Max, der mir entgegenkam von dem Gang. Microphone muted. Jetzt müssen wir einfach einen Double Kill machen, ganz entspannt und wir haben gewonnen. Sabotiert ganz viele Räume. Geht nicht. Wir müssen instant killen. Wir müssen instant killen. Können die jetzt ein Meeting machen, bevor der Cooldown weg ist? Kommt der einer? Ja, sehr gut. Bruh. Alter Vlesk, ey. Dass wir Sola nicht was sollte das? Nicht. Was sollte was? Ihr könnt uns wirklich nicht anhand der Stimme ich dachte, ich bin so am Arsch. Die Sache ist, ich konnte am Anfang nichts sagen, weil ich so hart lachen musste, als du ja. Das... Ja, ich, hab, ich dachte mir... von Max, dass er dann spontan selber ja. Die Geschichte... Naja, natürlich macht er das. Was hat er denn für eine andere Option? Aber dann kommt Christo. Ich höre das dann. Das Ding ist, ich hab so krass aufgegeben. Aber dann hast du so lange gelacht, dass ich dachte, okay, jetzt ergreifst die Initiative. Du hast mir übel leid getan in dem Moment, weil du warst Imposter und hast Christo weggemacht und bist dann rausgeflogen. Und dann wirst du noch mehr Imposter. Ja. Und ich dachte mir, Scheiße! Nein, Max, vor allem, ich meinte, deine Aufnahme, das kann nicht passieren. Und ich meinte noch so, jetzt mache ich alles gut. Und ich hatte ja auch vorher recht, so ihr hättet einfach nur skippen müssen. Alles wäre fein. Ich war auch echt verblüfft, dass alle für Vlesk gewotet haben. War gedacht, übel gut. Ich verstehe nicht, warum niemand für Sola gewotet hat. Das hab ich nicht. Ich war an dieser Tür, Sola war hinter mir. Wir sind die ganze Zeit zusammengelaufen. Ich dachte, alles easy, safe, Sola ist es nicht. Und dann stehe ich an der Tür. Jo, ich sehe nur auf der anderen Seite, wie er dich absticht. Und ich dachte mir so locker easy, Max reportet das jetzt. Und dann geht einfach. Das Witzigste war. Auf der anderen Seite standen Jasmin und ich und ich so, oh, die kann ich jetzt nicht wegmachen. Auf der anderen Seite stehen welche. Sola, stich der Maluna übel ab. Ich dreh mich um und stich Jasmin ab. Ich bin vertraut. So, ja, nächste Runde bei Sterzig. Teamwork, Alter. Schaut doch bei einem anderen vorbei. Ich moderiere gerade ab. So, das war eine weitere Runde Among Us. Schaut doch bei einem anderen vorbei. Nächste Folge bei Sterzig. Tschüssi.